Wer unsere Sendungen kennt, der weiß, dass wir insbesondere bei Terroranschlägen ganz genau hinschauen und uns oft die Frage stellen, wie viel Staat und wie viel Arbeit der Dienste steckt da eigentlich mit drin. Und genau in diese Materie wollen wir heute etwas tiefer einsteigen und haben uns einen sehr interessanten Gast dafür eingeladen. Wir begrüßen hier bei uns den Juristen Sven Leistiko, der in den letzten 25 Jahren viele Opferhinterbliebene von Terroranschlägen anwaltlich vertrat. Charles Fleischhauer ist heute mein Co-Pilot. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Sven, Charles, ihr habt euch ja kennengelernt bei deiner Mystery-Tour vor kurzem erst. Ja, das war total cool. Also wie gesagt, die Nuviso Mystery-Touren haben wir gestartet am Völkerschlacht-Denkmal. Und ja, Sven war vor einigen Wochen einer der Teilnehmer und wir sind im Anschluss im Restaurant lange im Gespräch hängen geblieben aneinander. Und wie das so ist bei unseren Touren, es kommen ja interessante Leute, also als Teilnehmer, nicht nur das, was ich dann erzähle, ist spannend. Und da habe ich erst festgestellt, was Sven für einen spannenden Beruf hat, als er sich vorgestellt hat mit "Ich bin Opferanwalt" für Opfer von Terroranschlägen. So, und da habe ich gesagt, okay, den musst du verhaften für Nuviso, der muss zum Barcode, über das Thema müssen wir uns unterhalten. Und für mich ist es halt besonders spannend, weil wir werden ja heute im Laufe des Gesprächs auch auf 9/11 eingehen. Und unser aller Historie, sage ich mal, mit diesem Terroranschlag, ja, du warst damals noch beim MDR im Schnitt, ja, für dich war es eine Initialzündung, hast dort aus der Perspektive des Medienbetreibenden diesen Terroranschlag beobachtet und Ungereimtheiten für dich festgestellt. Und Sven war dort als Jurist beteiligt, hat Opfer für eine amerikanische Kanzlei vertreten und ist ebenfalls, ja, aus seiner Perspektive heraus auf den Gedanken gekommen, da sind Ungereimtheiten, da stimmt was nicht, da ist der Staat involviert. Und dass wir jetzt hier so zusammenkommen, ich für meine Wenigkeit war damals noch 14 und als 9/11 und habe beim Hausaufgaben machen vielleicht gedacht, da stimmt was nicht. Aber jetzt natürlich Jahre später, es ist ja schon eine Ewigkeit her, aber jetzt trotzdem nochmal hier so zusammenzukommen und Wissen zusammenzutragen und Perspektiven zusammenzutragen, das finde ich einfach total spannend. Und deshalb freue ich mich echt riesig auf unser Gespräch und würde auch dir, Sven, gern mal so das Wort erteilen. Erklär uns doch vielleicht mal so in Kurzform, wie kommt man dazu, jetzt als Jurist, als Anwalt, dass man ausgerechnet Opfer von Terroranschlägen vertritt. Das ist ja doch schon mal was anderes als der normale Wald- und Wiesenanwalt. Ja, der ich dann auch mal war. Und dann ergab es sich im Grunde genommen durch das Verfahren Labell. Labell ist eine Diskothek in Berlin. 1986 ist da ein Sprengsatz gezündet worden. Es gab zahlreiche Opfer und ist bis heute der größte Bombenanschlag oder Terroranschlag, der jemals stattgefunden hat. Und also auf deutschem Boden stattgefunden hat. Und da ist einfach bei mir, ich bin umgezogen mit der Kanzlei und da war dann in dem Haus, in dem ich da dann war mit der Kanzlei, da wohnte dann ein Opfer und suchte eine anwaltliche Vertretung, hat zunächst meinen Kollegen gefragt, der daran aber kein Interesse hatte und dann auf mich verwiesen hat und so bin ich dann da rangekommen und dann da reingekommen in diesen Bereich, habe dort vertreten, der Anschlag ist auch hochinteressant. Für mich, wir arbeiten ja bis heute daran, noch Entschädigung durch die Bundesregierung zu bekommen, also die Bundesrepublik Deutschland zu bekommen. Das Verfahren war 2001 strafrechtlich abgearbeitet, da war ein Strafprozess zu Ende mit einer Verurteilung. Da hatte dann der Bundesgerichtshof nochmal das Urteil überprüft, festgestellt, nee, ist alles so korrekt, kann so bleiben. Und doch, ich glaube, eine kleine Änderung gab es wegen eines Aspekts des Jugendstrafrechts, weil eine Täterin glaube ich, letztendlich dann freigesprochen wurde. Aber bis auf diese Änderung blieb es bei dem Urteil. Und das ging dann durch die Presse, die Weltpresse. Und dadurch wurde dann 2001, also hat das eine amerikanische Kanzlei aus Charleston in South Carolina mit beobachten können. Und ja, und
Die hatten dann, als der Anschlag dann da stattfand, sich da sehr stark drum bemüht, Opfer also zu generieren. Also 9-11, Entschuldigung, 9-11, Mandate zu bekommen und haben dann letztendlich eigentlich fast alle dort Betroffenen vertreten. Also die Familien der verstorbenen Flugzeuginsassen und dann bei dem, in den Gebäuden dann eben auch Familien der Opfer und eben auch Opfer selber, die also da überlebt haben, aber da eben drin waren. Und ja, und so bin ich dann damit verknüpft worden. Im Grunde genommen war der Fall Labelle strafrechtlich beendet und dann ging es relativ nahtlos weiter mit der Vertretung dann für 9-11. Also da die Opfer dieser US-Kanzlei habe ich da vertreten. So bin ich dazu gekommen. Bevor wir auf 9-11 kommen, bleiben wir vielleicht gleich in der Chronologie. Der Anschlag 1986, Labelle, mit dem, was du da an Einblick gewinnen konntest, gibt es dazu irgendwie noch was zu sagen? Wir haben ja, es gibt ja eine offizielle Version. Ja, also die, diese offizielle Version, die hat ja nach dem Anschlag auch nochmal andere Wendungen bekommen. Also die offizielle Version, das Ergebnis war, Libyen ist für diesen Anschlag verantwortlich. Und dann gibt es noch so Nebenaspekte. Also ich habe die Opfer vertreten. Ich hatte mir von vornherein so darum gekümmert, zu gucken, wer zahlt denn am Ende dafür? Die haben ja Leid erlitten. Wer bezahlt dafür? Ein bisschen so mit der Überlegung, wenn man die Täter immer bezahlen lässt für die Taten, hören sie irgendwann aus finanziellen Gründen Taten zu begehen, weil es einfach zu teuer wird. Also mal übersetzt, ich hatte auch mal ein Gespräch mit einem tschechischen Botschafter darüber, denn Tschechien gehört eigentlich auch auf die Liste derjenigen, die zahlen müssen. Und der meinte, naja, dann wäre es auch so, wenn man einen Panzer irgendwo hinschickt, dass man, also nach meiner Theorie, dass man dann da auch bezahlen müsste für das, was der da an Schaden errichtet. Und er sagt, ja, das wäre die Lösung. Wir können über den Schadenersatz uns sozusagen vom Krieg befreien, weil es einfach zu teuer ist, die Schäden zu bezahlen. Man müsste sozusagen zusätzlich zu Soldaten und Waffeneinkauf muss man auch noch das Geld bereithalten für den Schadenersatz. Und dann, wenn das einfach zu teuer wird, würde das aufhören müssen, weil man sich den Krieg nicht leisten kann. Ja, den Angriff nicht leisten kann, die Verteidigung, man kann sich nichts leisten. Ja. Naja, das war so die Überlegung. Und bei Labelle, bei dieser Suche, gab es schon während des Prozesses Merkwürdigkeiten, die den Eindruck bei mir jedenfalls erweckten, na, ob die Geschichte auserzählt ist damit, dass man sagt, es gab vier Täter, die das gemacht haben im Auftrag von Gaddafi damals, ob das damit Abschluss ist, findet oder ob es da vielleicht noch andere Aspekte gab. Einer war, dass es ein Haupttäter dort war, der war beim libyschen Geheimdienst und der wurde wegen Mordes in West-Berlin gesucht. Da lag die Anklageschrift schon vor dem Anschlag schon fertig in Moabit, da sitzt das Strafgericht. Und die haben gesagt, wenn wir den mal irgendwann greifen können, dann bringen wir den ins Gefängnis und dann kriegt er sein Mordverfahren. Und er ist aufgegriffen worden. Er war gleichzeitig sozusagen Ost-Berliner Diplomat. Das war, also man bewegte sich ja damals so ein bisschen, wie man das beim Der dritte Mann oder sowas kennt, also zwischen den Grenzen der Alliierten so hin und her und mit Diplomatenstatus und sowas, so war das ja auch in West-Berlin letztendlich, ein gewisser Umschlagplatz und das Wechseln, hier kann man noch gefasst werden und da drüben nicht mehr, das ging eben auch relativ schnell, mit der S-Bahn musste man nur einsteigen, Friedrichstraße umsteigen und wie das eben damals so war. Und der wurde bei einer Verkehrskontrolle ich glaube, 3-4 Tage vor dem Anschlag, ganz genau weiß ich nicht mehr, aber kurz vorher, wurde er kontrolliert. Und in dem Zusammenhang wurde eine Viertelstunde lang also seine Ausweispapiere eben kontrolliert. Dann gingen die, damals war ja nicht richtig mit Internet, sondern da rief man an und fragte nach, musste nachgefragt werden und. Und letztendlich durfte der weiterfahren.
obwohl er eine Mordanklage eben hatte. Also er war zur Fahndung ausgeschrieben. Genau, er zur Fahndung ausgeschrieben war. Ne? Und dann durfte er aber gleichwohl weiterfahren. Dieser Mord, der ihm da angelastet wurde, war das auch ein politischer Mord? Weil wir reden ja von einem Geheimagenten, nicht irgendeine Beziehungstat. Nein, keine Beziehungstat, sondern ein politischer Mord. Ist auch noch super spannend bei dem Typen, der hat danach auch noch weitere Morde politischer Art gegangen, aber ohne beauftragt zu sein, weil er nämlich auf so eine auf eine schwarze Liste des libyschen Geheimdienstes kam, wurde angeschwärzt intern, gab dann Neider irgendwie und die haben ihn dann angeschwärzt. Und dann hat er beim libyschen Geheimdienst angerufen und hat dann gesagt, so bitte streicht mich von dieser Liste. Ich bin hier, ich habe aber Angst vor euch, ich tauche erstmal unter, aber also bitte nehmt mich von dieser Liste. Und sagt nein. Und dann hat er angefangen, für den libyschen Geheimdienst sozusagen gedacht, also so zu arbeiten, wie er sich gedacht hatte, dass es für den libyschen Geheimdienst günstig ist oder für Libyen günstig ist. Und hat dann Oppositionelle umgebracht und dann immer dann angerufen und gesagt, hier, das war ich und schaut mal, ich bin doch nützlich für euch. Der hatte so einen Verdacht, bei ihm für den CIA zu arbeiten, so hat man ihn da angeschwärzt. Naja, und dann hat er eben tatsächlich sich, irgendwann kam er runter von der Liste. Sich rehabilitiert. Weil er, ja, sich rehabilitiert. Aber sozusagen selbstinitiativ, was ich auch super spannend fand, also als Einblick in diese Geheimdienstszene und wie es eben laufen kann. Das sind gesicherte Fakten, dass das so liegt. Das ergibt sich aus den Akten bei der Stasi-Unterlagenbehörde. Ich habe da eine Zeit lang, weil ich so ein Buch darüber schreibe, was noch nicht fertig geworden ist, habe ich recherchiert und diese... Also auch das in den Unterlagen eben gefunden. Ja, das ist gesichert. So, jetzt müsst ihr mir aber helfen, jetzt, wieder auf den Weg helfen. Wir waren eigentlich bei der Polizeikontrolle. Jetzt waren wir Polizeikontrolle. Interessant abgeschweift. Warum der wegen Mord gesucht war? Also der Mann wegen Mord zur Fahndung ausgeschrieben, gerät 3 Tage vor dem Labelle-Attentat in diese Kontrolle. Ja. Wird eine Viertelstunde werden die Papiere durchgecheckt und man wünscht ihm dann eine gute Weiterfahrt. Fahrt. Genau, das. Das war immer schon merkwürdig. Wie kann das sein? Aber im Grunde genommen hat man sich dann gedacht, gut, passiert eben und analog noch und so. So ist es eben. Dann gab es einen weiteren Vorfall, der sehr spannend war. An dem Tag, das war, ein Sonnabend. Jedenfalls war es so, der Sold bei den US-Soldaten, das war eine Diskothek, die vornehmlich von US-Soldaten besucht wurde. Das gab es in West-Berlin so ein paar Orte, wo die eben dann unter sich waren, waren natürlich auch Deutsche da, die für diese Szene eine Affinität hatten. Da war eben, wurde der Sold ausgezahlt und dann war es so, das kommende Wochenende, sondern eben da war der Anschlag und was war also klar, die kriegen ihr Geld und das Normale war, am nächsten Wochenende hauen wir es auf. Volle genau, Hütte. Ja, exakt. Genau. So wie es eben dann so ist. Und da haben die ein Verbot für die Offiziersränge ausgesprochen, die Amerikaner, an dem Wochenende auszugehen. Die mussten in der Kaserne bleiben. Die unteren Ränge durften raus, also der Normalsoldat durfte. Aber die Offiziere hatten ein Verbot. Und das war schon immer merkwürdig. Das riecht ein bisschen nach Insiderwissen. Es ist ja perfide, wenn die es gewusst haben und dann gesagt hätten, wir opfern mal unsere Mannschaftsdienst gerade. Letztendlich wissen wir es heute. Also das ist ja dann sozusagen ist nicht meine Recherche. Es war bei mir immer nur eine Vermutung. Dann habe ich gedacht, aus den Stasi-Akten kann man vielleicht etwas finden. Weil die bei den Stasi-Akten immer auch, die haben wir ganz so mit dem Mielke, der ja den Geheimdienst da geleitet hat in der DDR, der hatte so dieses Prinzip, er will von jedem Anschlag, also das haben die Stasi-Leute uns erzählt da im Prozess, von jedem Anschlag, der weltweit passiert, möchte er, bevor er überhaupt was in der Presse liest, also in der Westpresse, wie es gewesen sein soll, möchte er einen Bericht haben von der Staatssicherheit, was da vorgefallen ist. Und die haben zu jedem Anschlag auf der Welt ein Team geschickt. Sobald das passierte, sind die da hingeflogen und haben vor Ort eigene Ermittlungen gemacht. Sodass mit dem Aufdecken der Stasi-Unterlagen dann plötzlich zu jedem Anschlag die Theorien der Staatssicherheit also vorhanden waren. Und das liest sich dann auch eben. Die sind überraschenderweise anders als die der Westpresse. Ja, also die haben das natürlich.
dass ein Teil mag auch übereinstimmt sein. Die haben die Westpresse natürlich auch benutzt oder sowas. Aber die haben sich eben Gedanken gemacht, so wie man sich heute vielleicht so Gedanken macht, aber dann vielleicht eher als Schwurbler gilt oder sowas. So haben die eben gearbeitet. Aber so arbeiten Geheimdienste, denke ich mal generell. Sich selber informieren, welche Einschätzung haben sie davon. Das ist übrigens auch der Grund, warum man die Täter fassen konnte. Denn das ging nach der Tat gar nicht, nach dem Anschlag. Denn die sind alle mit der S-Bahn nach Ost-Berlin gefahren, weil sie schon eine Verabredung hatten. Das war so ein Deal mit der Staatssicherheit. Die Attentäter hatten aus Versehen im Grand Hotel, also heute ist das, wie heißt das, Grand Hotel in Friedrichstraße-Ecke unter den Linden. Wir verkehren dazu selten. Ja, ja. Adlon, oder? Nee, das nicht. Nee, nicht das Adlon. Es war damals noch nicht gebaut. Also jedenfalls in dem Hotel haben die sich in der Hotelbar über diesen Anschlag unterhalten. Das hat die Staatssicherheit mitgehört und hat mit denen dann gesprochen, hat gesagt, pass auf, was ihr vorhattet, war eigentlich ein Anschlag auf einen Militärbus in Ost-Berlin, also einen amerikanischen Militärbus. Die Amis sind, also weil es die Alliierten Rechte hergaben, regelmäßig nach Ost-Berlin gefahren und haben dort einen Spaziergang gemacht, um sozusagen zu demonstrieren, hier ist nicht rein russisches Gebiet, sondern hier ist alliiertes Gebiet, hier dürfen wir das und das machen. Und dieser Militärbus, der sollte eben gesprengt werden in Ost-Berlin. Das wollte man in Ost-Berlin nicht, und er hat gesagt, pass auf, wir lassen euch alle hochgehen, also wenn ihr das macht. Einzige Möglichkeit, macht das in West-Berlin, dann ist okay und wir helfen euch mit dem Sprengstoff, den rüberzubringen. Und wenn ihr fertig seid, dann könnt ihr über Friedrichstraße auch wieder verschwinden. Also war der Labell-Anschlag ein libysch und ostdeutsches Gemeinschaftsprojekt mit Beteiligung noch ein paar anderer Akteure? Ja. Und wie man also heute weiß, eben auch im Grunde genommen in Kenntnis der Bundesregierung, also der BND und CIA wussten von dem Anschlag vorher. Und das hängt damit zusammen, dass 2020, das eben offiziell rauskam, offiziell lautet es nach Recherchen des ZDFs und der Washington Post, okay, nehme ich erstmal so, aber da ist es sozusagen das Ergebnis, dass der BND und CIA gemeinsam ein Unternehmen hatten, was seit den 70er Jahren arbeitet, ein erst schwedisches, dann Schweizer Chiffrierungsunternehmen. Das war erst eben analog, dann später eben computerisiert. Und das führte dazu, dass man, und das war sozusagen ein Geheimdienstunternehmen. Und das haben die dann zu genutzt, andere Staaten eben dann abzuhören. Die haben sich Material gekauft, Schreibmaschinen oder was man dafür brauchte zum Chiffrieren. Und die konnten das eben alles, Telefonate mit diesen Chiffrierungen, sowas konnten die eben alles mitkriegen. Und das hat eben der BND und CIA gemeinsam gemacht nach diesen Recherchen. Und und im Ergebnis haben sie unter anderem auch Österreich und sowas abgehört, aber eben auch Libyen. Und da wussten sie sozusagen von der Anschlagsplanung, weil und das wusste eben auch die Bundesregierung damals. Und dann haben die das im Grunde genommen geschehen lassen, diesen Anschlag. Der damalige Kanzleramtsminister Schmidbauer hat dann mal in einem Interview mit dem ZDF gesagt, wenn wir es gesagt hätten, wäre herausgekommen, dass wir die abhören. Und das war nicht opportun, weil wir dann unsere Möglichkeit verloren hätten, weiter abzuhören. Die hätten die Software gewechselt und dann wäre die Quelle weg gewesen. Ne? Und mich hatte damals schon bei dem Anschlag gewundert, warum Reagan war ja damals Präsident, der irgendwie ein oder zwei Tage nach dem Anschlag gesagt hat, Libyen war's. Während man bei uns keiner eine Ahnung hatte, wer das bitteschön gewesen sein konnte. Es gab zwar einen gewissen Zusammenhang, es gab ja da diesen Flugzeugträger, der in die große Syrte eingefahren ist, also in dieses Seegebiet vor Libyen, man beansprucht, das ist unser Hoheitsgebiet, die sind mit einem Flugzeugträger da reingefahren. Da war es schon so eine Vorprovokation. Und dann gab es den Anschlag, ich sage jetzt mal als Reaktion, keine Ahnung, ob das die Reaktionskette tatsächlich war oder andere Provokationen noch gab, aber so offiziell wäre es das. Und dann war
der Anschlag. Und dann war, wie gesagt, ein oder zwei Tage danach flogen die Bomber schon nach Tripolis, also in der libyschen Hauptstadt, um den Präsidentenpalast zu bombardieren, um Gaddafi zu töten. Und das mussten die Amerikaner so schnell machen, weil sie wussten, dass Gaddafi im Präsidentenpalast sitzt. Das wussten die Amerikaner, weil sie den Mossad abgehört haben. Und der Mossad eine Abhöraktion bei den Libyern gemacht hat. Aber die Abhöraktion der Libyer, die war nicht echt. Der Mossad wusste, dass er von den Amerikanern vom CIA abgehört wird und wollte dem CIA demonstrieren, wenn ihr uns abhört, dann geben wir euch Falschinformationen. Wir wissen, dass wir von euch abgehört werden. Also haben sie gefaked, dass sie Gaddafi abhören, damit dann am Ende kam raus, der war nie in dem Präsidentenpalast. Deswegen mussten aber so schnell die Flieger auch losfliegen, weil man wusste, der ist jetzt da. Man hat irgendeinen Grund. Es bleibt immer noch diese Frage, woher wussten denn die Amerikaner so schnell, dass es die Libyer waren oder Gaddafi war? Und heute kann man sagen, man weiß es, weil sie die abgehört hatten und das im Grunde genommen von daher wusste. Entschuldigung, dass ich da so lange ausgeführt habe. Sehr interessant, wenn man natürlich auf der einen Seite belegen kann, die Bundesregierung wusste von den Anschlagsplänen und sich dann aber die Frage, warum haben sie nicht eingegriffen, warum haben sie es nicht verhindert, warum haben sie Menschenleben nicht geschützt, weil in dem Moment eben sozusagen die geheimdienstlichen Informationen beziehungsweise die Tatsache, dass man Libyen abhört, damit offengelegt hätte. Man hätte sich enttarnt. Und das ist ja schon mal eine schockierende Erkenntnis, so als Zivilist, zu erkennen, dass mein Leben weniger wert ist als Geheimdienstinformationen und Quellenschutz. Das schockiert mich, weil das weiß ich zum Beispiel als Zivilist gar nicht. Da bin ich völlig naiv und denke, nee, mein Leben wird schon deren größte Priorität genießen. Ja, zu sehen, dass der Staat tatsächlich utilitaristisch handelt, ganz strikt rational und abwägt, was für den Staat gut ist. Und da ist halt das Menschenleben kein allzu hohes Gewicht und vor allem noch das Leben der eigenen Bürger. Also in der Staatsräson spielt der Einzelne überhaupt gar keine Rolle. Ne? Und das Problem finde ich dabei, wer definiert eigentlich diese Staatsräson? Also machen das der BND selbst? Oder passiert das noch bei den gewählten Vertretern, dass die das machen? Oder ist das vielleicht eine Mischung? Würde ich auch alles verstehen. Aber dass bei der Staatsräson trotz Unterzeichnung hier der Europäischen Menschenrechtskonvention, bei der das sozusagen auch verboten ist, dass ein Staat eine solche Handlung vornimmt oder es geschehen lässt, dass dem Bürger absichtlich eben geschädigt wird. Dass trotz dieser Unterschrift, dann würde ich ja sagen, wenn dann ein Staat unterschreibt, dann ist das doch ein Teil der Staatsräson. Er will sich dazu eben verpflichten, den Bürgern diesen Schutz zu gewähren, dass es darüber hinaus aber doch noch was anderes gibt, was vielleicht einen viel, viel größeren Wert hat, viel wichtiger ist. Das wird an solchen Stellen dann. Das finde ich tatsächlich interessant, wie spitzfindig du dort an so einem ganz konkreten Beispiel rausarbeitest. Mhm. Wie tatsächlich diese Staatsräson ist und das Wertesystem, was angewandt wird, nicht deckungsgleich ist mit dem Wertesystem, was uns vorgegaukelt wird. Oder was laut solchen Verträgen eigentlich Programm sein müsste. Genau, es ist ja real da. Ne? Das ist also die Unterschrift ist nicht vorgegaukelt oder dass der Staat ist, der lässt sich ja auch, wird ja auch verklagt beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und muss sich dann da verteidigen und sowas und muss auch vielleicht manchmal eingestehen, wir haben mal einen Fehler gemacht bei dem und dem und dann vergleicht man sich da mit dem Bürger, den man da zu Unrecht irgendwie belastet hat. Sowas passiert ja. Also wir arbeiten ja auch die Ministerien aktiv damit. Ich würde nicht sagen, dass die Bundesrepublik dem entzieht, aber an so einer Stelle, wie bei diesem, ich weiß davon, dass da ein Anschlag stattfinden wird und ich halte aber den Mund, damit ich weiter diese Informationen habe, da habe ich den Eindruck, da gerät was aus dem... Aber welches Interesse hatten jetzt wiederum die Amerikaner, wenn wir davon ausgehen, die wussten ja auch vom Anschlag, wie gesagt, die Offiziere mussten in der Kaserne bleiben. Sie haben es ja auch geschehen lassen, haben dann ja sofort reagiert, indem sie Gaddafis Präsidentenpalast bombardieren aufgrund der falschen Fährte vom Mossad. Aber welches Interesse hatten sie?
War das ein Vor, hat Ihnen dieser Anschlag einen Vorwand geliefert, dort irgendwie gegen Gaddafi vorzugehen? Also das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, natürlich passt das total damit zusammen mit dem, wir brauchen etwas, um Gaddafi ausschalten zu können. Die bieten uns hier einen Anschlag an. Okay, dann müssen wir jetzt auch was bieten. Ich meine, die Bundesregierung hätte ohne weiteres dem Land Berlin da sagen können, mach doch mal bitte eine Straßensperre. Dann wäre es an dem da gar nicht mehr gegangen. Oder schickt das Gesundheitsamt an und sagt, das ist im Moment, die Toiletten sind nicht sauber, wir müssen den Club für heute Nacht sperren. Wäre der ganze Anschlag wäre nicht gelungen. Also es wäre wenig Aufwand hätte man gebraucht, um das zu verhindern. Ne? Hat man alles nicht gemacht. Also mein Eindruck ist, man wusste, dass Gaddafi da ist, wollte ihn ausschalten, aus welchen Gründen auch immer. Hat gesagt, wunderbar, wir kriegen hier sowas angeboten und können dann reagieren. Wie gesagt, was Reagan gesagt hatte, hat mit Ermittlungen auf bundesdeutscher Seite überhaupt nichts zu tun. Und es waren auch CIA-Ermittler da, aber die Täter waren alle weg. Mich würde noch was interessieren, wenn wir jetzt an Terroranschläge denken, wie jetzt islamistischen Terror als offizielle Narrativ, dann geht es ja auch immer darum, dass man sich zum Anschlag bekennt, weil der Anschlag ein politisches Statement ist. Ja. Ein Gaddafi hat sich ja zu diesem Anschlag wohl nicht bekannt. Das heißt, was wollte er denn damit bezwecken? Naja, das macht also in meiner Welt schon noch also Sinn, wobei ich nicht weiß, ob das die richtige Erklärung ist. Das ist die zu demonstrieren. Du kannst hier gerne mit deinem Flugzeugträger bei mir reinfahren, aber es bleibt nicht ungesühnt. Pass auf, dass du meine Rechte beachtest. Und die gehörten ja damals noch sozusagen zum sozialistischen Block. Genau, aber er hat sich ja nicht offiziell dazu bekannt. Also aber es war ja trotzdem eine Botschaft an die Regierung. Er wusste wahrscheinlich, die Geheimdienste, die Regierungen, die wissen das ganz genau. Das Dummvolk, Fernsehen, Tagesschau, die müssen das gar nicht wissen. Der Adressat wurde ja trotzdem erreicht, wenn das die Regierungen wären, die dann entweder erpresst werden können oder eben zu sagen, hier ist die rote Linie. Und Lockerbie spielt ja da auch irgendwie mit rein. Ne? Das ist, und deswegen auch die Tschechen. Der Sprengstoff, also offiziell, also ich bin da geteilter Meinung, ob das tatsächlich auch dieser Sprengstoff da war, aber Semtex hieß dieser Sprengstoff. Ganz kurz, Lockerbie, muss man vielleicht, ja, natürlich. Den das nichts sagt. Können Sie bestimmt besser oder du besser als ich erklären. Lockerbie war ein Anschlag auf eine Verkehrsmaschine der Pan Am, die es ja seitdem nicht mehr gibt. Aufgrund der Entschädigungszahlung ist dieser Konzern ausgestiegen sozusagen aus dem Fluggeschäft. Und das war im Gepäck und ab einer bestimmten Flughöhe über Schottland, da liegt dieser Ort, ist dann die Maschine explodiert. Das war auch 86 oder 87? Das war danach, auf alle Fälle. Später kam noch raus, dass mit diesem, und das war Semtex, Sprengstoff, ein Plastik-Sprengstoff. Und dieser Sprengstoff wurde in der damaligen Tschechoslowakei produziert. Und da war dann auch so der Gedanke bei den Tätern, Moment, wenn Label, hieß es dann eben auch, ja, das ist, glaube ich, CIA hat es dann ermittelt, ja, Semtex ist das, hängt mit den weißen Anhaftungen irgendwie zusammen, die hatten also so Kennzeichnungen für den Sprengstoff, sodass man als Semtex-Produzent feststellen konnte, wenn irgendwas hochgegangen ist, ist das hier aus der offiziellen Charge oder aus der inoffiziellen Charge? Also es wurde, die Tschechen haben mir erzählt, dass, wir haben den Libyen-Sprengstoff geschickt, aber nur zu Bergbauzwecken. Ja. Die hatten aber unterschiedliche Einfärbungen und sozusagen aus den Färbungen konnte man sehen, nee, das war aus dem inoffiziellen Verschicken an einen sozialistischen Bruder. Hier hast du mal Sprengstoff. Und damit wurden Anschläge der IRA begangen. Also es gibt so eine Verbindung, sozusagen alles, was destabilisierend war, hat man dann irgendwie genutzt von den beiden Lagern Ost-West. Und da haben eben die Libyer das dahin geschickt zur IRA. Und dann eben auch Lockerbie. Da haben sie ja die Schuld dann, glaube ich, also eher sogar eingestanden. Ne? Gaddafi hatte dann in dem Zusammenhang ja sogar die Täter ausgeliefert, wenn die Verhandlung in Den Haag stattfindet. Also wenn war ausgeschlossen, dass die getötet werden durch die Gerichtsbarkeit und sowas.
So kam das. 88 war das im Dezember. Danke. Ja, also dann kommen wir doch mal jetzt in der Chronologie weiter. 2001 sozusagen die Mutter aller Terroranschläge auf amerikanischem Boden. 9/11 braucht man nicht erklären, hat jeder auf dem Schirm. Welche Opfer habt ihr da vertreten, beziehungsweise in welchem Zusammenhang? Wer saß da auch quasi auf der Anklagebank? Auf der Anklagebank saßen letztendlich, aber nicht gleichzeitig, zunächst erst der Student Motta Sadek mit Namen und danach der Student M. Zudi. Die beiden gehörten zur sogenannten Hamburger Zelle. Das hatten die Amerikaner uns ja auch relativ schnell erklärt, dass der Anschlag aus einer Studentengruppe aus Hamburg stammt. Oder ja, da aus diesem Kreis der Studenten sich da fand. Und die saßen tatsächlich mit dem Mohammed Atta, der als Haupttäter da festgestellt wurde, die saßen mal alle zusammen in einer Studenten-WG in Hamburg. Und ja, und so kam das, dass also das weltweit ist das sozusagen, diese Prozesse in Hamburg waren die einzige juristische Aufarbeitung des 9/11-Prozesses. Also es hat eine gegeben, ja, aber die fand in Hamburg tatsächlich statt. Schon mal faszinierend, ja. War mir so gar nicht bewusst. Ne? Und da saß also zunächst, die ersten Jahre saß dieser Motta Sadek dort, war in Haft in Hamburg und wir waren vom Hanseatischen Oberlandesgericht da. Also mehrere Verfahren gehabt. Das ging dann Oberlandesgericht, dann ging es zum Bundesgerichtshof, dann ging es wieder zurück zum Oberlandesgericht und ging dann wieder zum Bundesgerichtshof. Was war laut offizieller Lesart von 9/11 dessen Rolle? Weil er ist ja offensichtlich nicht... Er war genau, es gab es daheim geblieben, ne? Entschuldigung, das fehlt genau. Natürlich noch. Also der Motta Sadek und der M. Zudi sind nicht mitgereist in die USA, sondern blieben in Hamburg. Und ja, und die Erklärung war, die haben eben sozusagen Unterstützungshandlungen begangen und sich, und insofern wären sie Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen. Und das ist im deutschen Strafrecht so, dass das eben keine Rolle spielt, wenn man also als Mittäter dabei ist, dann muss man nicht alle Tathandlungen selber auch vollziehen, sondern es reicht aus, sagen wir mal, wenn man eine Bank überfällt, wenn man draußen steht und ein Fluchtauto wartet. So. Also es geht um irgendeinen Tatbeitrag, der sinnvoll da war. Der MZU, die hat Telefonate geführt mit denen. Also werden alle gleich bestraft. Alle werden gleich bestraft, ja. Wobei es immer also juristisch darauf ankommt, was ist von seinem Willen mitgedeckt. Was wusste er, was die tatsächlich tun? Und das führte auch zu Komplikationen dann nach den Verurteilungen, dass man festgestellt wurde, nee, das war doch von seinem Willen gar nicht gedeckt. Das muss man reduzieren im Strafmaß. Dann hatte der nächste Mal, als wir das dann verhandelt haben, haben die das zu milde geurteilt. Da hat der Bundesgerichtshof dann noch was draufgepackt und gesagt, naja, jetzt habt ihr aber vergessen, dass er das und das zumindest in seinem Willen hatte. Und man ging so im Ergebnis davon aus, dass die Flugzeugentführung sozusagen gemeinsamer Tatplan war, dieses, dass sie in die Gebäude fliegen und dann eben sozusagen den Schaden maximieren. Das wäre eben nicht auch der Tatplan der... Need to know, das wussten die offen. Ja, genau. Die wussten einen Teil. Dafür wurde Motta Sadek bestraft. Bei M. Zudi war es dann noch ganz anders. Der ist freigesprochen worden. Was mich noch mal interessiert, jetzt haben die Amerikaner eigentlich nach 9/11 ja weltweit Menschen illegal verhaftet und nach Guantanamo verschleppt, von denen sie davon ausgingen, sie wären daran beteiligt. Wieso die beiden nicht? Wieso waren die in Hamburg vor einem normalen Gericht und nicht in Guantanamo im Folterknast? Das ist echt eine gute Frage. Die haben sie halt nicht geschafft zu entführen. Oder nicht schnell genug, könnte man auch sagen. Also es gab welche, die eben da geblieben sind. Vielleicht waren die auch nie wirklich im US-amerikanischen Fokus. Also die haben sich um ganz bestimmte gekümmert und nicht um, ich sag das jetzt mal, vielleicht ein bisschen despektierlich, um die kleinen Lichter, die im Hintergrund irgendwie eine Wasserflasche zu denen getragen haben, hier trink was für deinen Anschlag. Also dass vielleicht für die das zu unwichtig war oder eventuell sogar strafrechtlich, also könnte ich mir denken, dass das nach US-amerikanischem Denken strafrechtlich gar nicht relevant ist, was die gemacht haben, aber eben in unserem Recht.
keine Ahnung, was da für eine Idee dahinter stand. Fakt ist, es gab diese Anklagen, mhm, die sind festgesetzt worden. Und dann letztendlich haben beide dann im Strafprozess dann bekommen. Es gab ja noch so einen, der auch angeklagt war, das war Binalchip, hieß der. Und bei dem war es ja so, der hatte einen Haftbefehl und da geht es ja immer um die Rangfolge der Haftbefehle. Die Bundesrepublik Deutschland war die Ersten, die also den Haftbefehl für diesen Binalchip ausgerufen hatten. Der gehörte auch zu dieser Hamburger Zelle. Und dann wurde der gefasst in Pakistan oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann sollte der nach Deutschland gebracht werden. Und ich glaube, war es noch so, dass er auf dem Flug der Innenminister, wie hieß der, Schilly, dass der dann den zurückgezogen hat, den Haftbefehl, damit er dann als an den Rang nächsten gehen konnte, nämlich in die USA. Und dann hat sozusagen die Bundesrepublik das zurückgezogen, sonst wäre er war wahrscheinlich schon frei. Ja? Stattdessen ist er nach Guantanamo dann letztendlich gekommen. Und der hatte sozusagen unseren Raum mal berührt und ist dann weggekommen. Also das wäre immer so eine Zwischenlösung. Daran könnte ich dir zeigen, ja, es gab auch solche, die das gab. Warum das verstehe. Die beiden nicht ereilt hat. Gut, vielleicht waren die nicht wichtig genug. Aber es ist ja trotzdem schon mal auch interessant, wie da die Staaten überhaupt arbeiten, dass man dann einen Haftbefehl zurücknimmt. Also zu 9-11 habe ich ja irgendwie eine klare Theorie. Ich habe mich sehr mit diesem Fall beschäftigt, aber natürlich nicht aus juristischer Sicht, sondern im Prinzip nur aus Mediensicht bzw. recherchiert. Diese Attentäter machen für mich tatsächlich den, also es gab sie meiner Meinung nach, es gab auch Flugzeuge, das wird ja auch angezweifelt, aber wenn es da Hinterbliebene gibt von Leuten, die in dem Flugzeug saßen, dann gab es ja ganz offensichtlich Flugzeuge, die entführt wurden. Aber für mich machen diese Terroristen den Eindruck von Schaufensterpuppen, die man der Welt sozusagen richtig auf dem Präsentierteller schon nach wenigen Stunden präsentiert hat. Hier habt ihr die Schuldigen und so weiter und so fort. Auch da ist die Faktenlage nicht ganz so eindeutig, weil wohl einige der Beschuldigten gar nicht auf der Passagierliste standen oder hatten kein Ticket, beziehungsweise hätten niemals so ein Flugzeug fliegen können und. Ja, da, 20 Jahre haben ja ausgereicht, um da wirklich jedes Detail zu hinterfragen und am Ende bleibt ein riesengroßes Fragezeichen und die Vermutung, habt ihr das etwa selbst gemacht? Ja, glauben ja viele. Mhm. Aus juristischer Sicht, bei den deutschen Prozessen, gibt es dafür Anhaltspunkte, dass die Dienste in irgendeiner Form da involviert waren? Na, dass Dienste involviert waren, auf alle Fälle, weil wir sozusagen alle Unterlagen, die wir hatten, dann im Grunde vom CIA bekommen haben. Also die Prozessunterlagen bildeten, waren eben also amerikanische Akten, teilweise auch Bundesnachrichtendienst und Bundeskriminalamt. Also wir hatten verschiedene Quellen, aus denen wir sozusagen den Stoff gezogen haben. Vom FBI, über das FBI haben wir diese Unterlagen bekommen. Also spätestens danach waren sie damit intensiv befasst. Und ansonsten würde ich davon ausgehen, dass das, ähnlich wie ich es jetzt bei LaBelle schon erlebt habe, hatte dann zu diesem Zeitpunkt, der war ja gerade vorbei, dann ging der nächste los, ging ich auch schon so ein bisschen zu einer Vorstellung rein, eventuell gibt es da auch schon Verknüpfungen im Hintergrund. Also in meinen Augen ist diese Szene der Geheimdienstmenschen, die erkennen sich untereinander auch. Ich hatte mal so einen Stasi-Geheimdienstmenschen gefragt, nach seiner Aussage da im LaBelle-Verfahren, haben wir uns in einer Kantine getroffen und gesagt, wir haben ein bisschen unterhalten, um das zu verstehen, wie das so ist und so erstmal, warum ist er überhaupt hingegangen? Und dann meinte er so, Abenteuerlust eben, so Spion sein, das fand er toll. Na klar, wer will nicht James Bond sein? Ne? Genau, ja. Und das hat ihm Freude gemacht und dann hatte ich ihn auch gefragt, sagen Sie mal, weil ich eben diesen Verdacht hatte, vielleicht, wie kann das sein, dass sozusagen unserem Geheimdienst, also unseren, sage ich jetzt, Bundesnachrichtendienst, dem das entgangen ist. Und da hat er gesagt, in dieser Hotelbar saßen die alle, die Geheimdienste. Das ist nicht, da sind alle, die wissen das auch, wer was ist, aber die haben alle eben einen Diplomatenstatus, die
die greift man da nicht an, weil das in allen Ländern so an diesen Orten stattfindet. Ähnlich wie in so einem kriminellen Milieu irgendwie, wo auch die eine Gaunerbande weiß, was die anderen machen und man wird sich gegenseitig nicht verpfeifen und mit der Polizei reden und ist sich aber trotzdem nicht grün. Ja, das das finde ich schon sehr, sehr lebensnah, das so zu betrachten. Was mich noch interessieren würde, jetzt sagst du hast diese ganzen Ermittlungsakten vom CIA bekommen. Als Otto-Normalbürger, ich stelle mir gerade ungefähr so einen Stapel Papiere vor. Sehr viel mehr. Wollte ich gerade drauf hinaus. Ist das eine Aktenmenge, die man als Jurist oder auch als wer auch immer sich das anschaut, überhaupt noch durcharbeiten kann in einem Menschenleben? Und kann man dann irgendwann sagen, ja, ich kenne die Akten, oder macht man stichprobenartig? Wie arbeitet man mit so einer Datenmenge? Ja, also im analogen Verfahren ist das sehr schwer, weil man ja auch Dinge im Kopf behalten muss, macht sich dann Notizen und dann sind die Notizen irgendwann sehr lang. Man kann das vielleicht auch nochmal runterbrennen. Also das ist eigentlich eine jahrelange Arbeit, die man hat. Im Grunde genommen arbeitet man, also ich habe das so gemacht, eben konzentriert mit Themen, die wir im Prozess besprochen haben. Die konnte man sich ansehen, sozusagen bestimmte Aktenteile waren es dann. Die hat man dann aus dem Regal gezogen und dann hat man sich das nochmal angezogen in Vorbereitung auf den Prozess, sodass wir alle denselben Stand hatten da und dann haben wir uns zu diesem Thema unterhalten oder Zeugen angehört. Das funktioniert so mit der alltäglichen Arbeit, geht das schon, aber das ging nur in Häppchen. Ne? Dass man da vorne anfängt zu lesen, so wie ein Roman und am Ende das macht so keinen Sinn, weil die Unterlagen auch völlig unterschiedlicher Natur sind. Teilweise sind es Finanzunterlagen, Geldströme, wie waren die eigentlich? Teilweise irgendwelche Ermittlungen zu einer bestimmten Person, was hat die früher gemacht und sowas. Und das geht alles durcheinander in diesen Akten. Ich verstehe. Und waren dort Schwärzungen oder hattest du das Gefühl, die Akten haben Lücken? Und dritte Frage, die damit zusammenhängt, war das vielleicht auch nur eine spezielle Auswahl an Akten, um euch hier als eine gewisse Richtung vielleicht auch ermitteln zu lassen? Das könnte man ja auch so gestalten, wenn man wollte. Also muss man grundsätzlich dazu sagen, ich war Opfervertreter. Das heißt, ich war an einer Aufklärung interessiert und habe meinen Blick nicht so sehr darauf gehabt, haben die Geheimdienste hier was falsch gemacht. Aber für mich war es natürlich auffällig, wenn wir Akten bekommen haben, die eben geschwärzt waren. Also die seitenweise geschwärzt, sodass wir also wirklich auch richtige Mengen an Papier bekamen, die im Grunde genommen, also linienweise geschwärzt waren, sodass man eigentlich nichts hatte. Aber das eben in gesammelter Form. Und ich hatte mich dann mal so auch neben dem Prozess mal unterhalten mit der Staatsanwaltschaft und gesagt, wie kann das sein und was kann denn der Grund sein, dass man uns diese Unterlagen so gibt? Und da war so ein Erklärungsmodell, naja, also wusste keiner, aber so ein Erklärungsmodell, naja, der FBI oder das FBI hat diese Unterlagen an uns geschickt und die wollten mit diesen Foltermethoden, die der CIA angewandt hat und daraus Erkenntnisse gewonnen hat, mit diesen Foltermethoden nichts zu tun haben. Und hat dann alles, was sozusagen, also so die Vorstellung, alles, was sozusagen deren Meinung, alles, was sozusagen folterbasiert ist, haben die geschwärzt. Weil sie vor Gericht eh nicht brauchbar wären. Weil sie damit nicht, also sie wollten nicht der Übergeber dieser Folterakten sein. Das ist jetzt aber wiederum eine Theorie. Das ist eine reine Theorie. Macht aber. Ja, also dass das die Motivation war, uns aus den USA Unterlagen zukommen zu lassen, die man offensichtlich nicht gebrauchen konnte. Also man hat aktiv mitgearbeitet, aber es war eine letztendlich inhaltsleere Arbeit. Das heißt, es betraf auch nicht alle Akten. Ne? Wir haben auch Informationen gehabt, aber eben ein Großteil oder die relevante Sachen waren geschwärzt. Jetzt hast du ja in dieser jahrelangen Arbeit an diesen Fällen viel darüber reflektiert. Und was ja schon deutlich wurde in unserem Gespräch, ist, dass Geheimdienste von Anschlägen wussten, sie aber haben geschehen lassen. Die nächste Frage wäre, inwieweit sind sie denn womöglich Drahtzieher von Anschlägen oder beteiligt und
solche Gedanken gehen einem ja sicher auch mal durch den Kopf, wenn man mit solchen Fällen so lange arbeitet. Wie stehst du zu dieser Thematik? Wir hatten, glaube ich, auch im Labell-Prozess, also wo wir über solche Sachen einfach auch freier gesprochen haben, weil wir unter uns waren. Es war ein Anschlag in Deutschland, die deutschen Ermittlungen waren die Unterlagen und dann kamen wir noch an diese gigantische Quelle der Stasi-Unterlagen, die uns ja frei, das hatten uns ja nicht die Stasi als Unterlagen eingereicht, sondern die ist ja sozusagen zugefallen. Ja, man könnte sozusagen im Falle der Stasi gab es mal einen Leak, ein Geheimdienst wurde aufgelöst und dann genau. Kam mal viel mehr ans Tageslicht. Plötzlich kamen Sachen ans Tageslicht. Es war ja auch so, dass man sozusagen die Täter dann fassen konnte. Man wusste in der Bundesrepublik zu keinem Zeitpunkt, wer es war. Also die Polizei, die Untersuchungsbehörden wussten es nicht. Und als die Stasi-Unterlagen da waren, konnte man nachlesen, wo die wohnen. Dann ist man da hingefahren und hat die eingesammelt. Ja. Auch mal ein bisschen kompliziert, aber so ging das. Also wir hatten die Stasi-Unterlagen, da war es eine glückliche Situation. Und und da haben wir uns darüber im Prozess eben unterhalten. Und da kam raus, dass es also Anschläge gab, wie zum Beispiel, das waren Theorien, aber die wurden sozusagen von Geheimdienstlern dann geäußert, dass es Anschläge gibt, die bei denen die Geheimdienste miteinander sozusagen Verrechnungen machen. Also jeder hat so einen Zettel, wo Anschläge draufstehen. Dann gab es mal einen Abschuss einer Verkehrsmaschine über Südkorea oder sowas. Die ist über russisches Gebiet geflogen. Jedenfalls, die wurde abgeschossen. Und das war dann bei den westlichen Geheimdiensten auf dem Zettel und gesagt, wir haben noch ein Gut bei euch. Das sind die anderen Geheimdienste. Und dafür gab es dann den Abschuss offiziell durch eine libysche Maschine einer Maschine über Mittelmeer, also eigentlich über NATO-Gebiet, gab es da so einen Abschuss. Und das ist sozusagen soll eine Verrechnung gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass die im Hintergrund sozusagen eine Strichliste führen. Und diese Theorie stammt von deutschen Geheimdiensten, genau. Mit denen du im Rahmen deiner Arbeit zu tun genau. hattest. Ja, genau. So, und wenn das so ist, dann würde ich sagen, dann vielleicht werden Situationen genutzt. Also jeder hat gegen jeden sozusagen was in der Hand und deckt. Und damit deckt sich aber auch jeder. Es gleicht sich aus. Ja. Also dann, es ist eben dann im Grunde genommen wie eine Gruppe von, wie du das vorhin sagtest, nicht von Kriminellen. Mhm. Wobei, also ich will dem Bundesnachrichten jetzt nicht unterstellen, dass er kriminell ist, aber es gehört sozusagen, ist auch oder will auch Teilnehmer an diesem Geschäft der Geheimdienste sein. Und dann verhält man sich eben auch so, wie man sich aber als wie kann Geheimdienst ein, verhält. Ich als Nicht-Jurist darf das ja mal so plump äußern. Wie kann ein Geheimdienst nicht kriminell sein? Ein Geheimdienst ist dafür da, um die Dinge machen, die am Gesetz vorbeigehen. Natürlich ist er Regeln unterworfen, das offiziell, aber... Nein, also der Bundesnachrichtendienst, deren Aufgabe ist es, eben zu gucken, was passiert da, und der Bundesregierung oder dem Kreis, dem sie da unterrichten, Kanzler und Minister, Kanzler und Innenminister, sowas, oder weiß ich nicht, vielleicht noch ein anderes Gremium, dem mitzuteilen, Achtung, das haben wir rausgekriegt. Guckt euch das an und dann nehmt das damit ihr das bei eurer Politik und bei dem, was ihr plant oder sowas, mit berücksichtigen könnt. Das haben wir hier rausgekriegt. Insofern ist diese Arbeit eigentlich erstmal, würde ich nicht als kriminell bezeichnen, sondern Informationsbeschaffung. Das ist mir klar. Also ich habe jetzt kein naives Bild darüber. Verstehe ich schon, wofür die da sind und dass das so gesehen nicht kriminell ist. Aber sie kommen ja eben dann doch in der realen Ausübung dieser Tätigkeiten in ein Feld, was grenzwertig ist. Wobei ich auch da nicht weiß, ob der Bundesnachrichtendienst jetzt eine Gruppe ist, die in der Liga mitspielt. Also es gibt auch mal, würde ich auch noch mal sagen, in der Geheimdienstwelt auch noch mal unterschiedliche Ränge. Und da würde ich, also in meiner Vorstellung würde ich denken, der Bundesnachrichtendienst versucht es vielleicht da reinzukommen, das weiß ich nur deshalb, weil bei diesen Ermittlungen der Bundesnachrichtendienst so ausdrücklich gelobt wurde vom CIA, dass er bei dieser großen Aktion
Chiffriersoftware, also das sozusagen, dass diesen ganzen Komplex, da fand, war also eine großartige Zusammenarbeit, wurde sehr gelobt vom CIA. Und ein Partner, also so ein Dienst wie die Bundesnachrichtendienste überhaupt da zu erwähnen und zu loben, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die auch das sozusagen so öffentlich auch so ein bisschen da als ein positiver Dienst oder ein wichtiger Dienst dargestellt werden wollen, weil sie eben das Bedürfnis vielleicht oder es vielleicht auch brauchen, dass sie Welche Dienste sind denn so deiner Meinung nach die Champions League bilden? Also, ihr habt die Geschichte, hatte ich euch erzählt, von dem Mossad und dem CIA. Da würde ich sagen, da kämpfen welche auf Augenhöhe. Oder kämpfen. Also da spielen welche auf Augenhöhe, auf derselben Liga. Wenn man, sag mal, abgehört wird und dann sagt, gut, dann zeigen wir euch mal, was euer Abhören bringt. Nichts von dem, was ihr bei uns abhört, muss echt sein. Das zeigen wir euch an solchen Beispielen. Das finde ich sehr eindrucksvoll als Vorstellung. Ich habe von diesen Five Eyes gehört, dass es da sozusagen eine Verknüpfung gibt, den Austausch der Daten zwischen Australien, Südafrika, Großbritannien, USA und dann noch irgendeiner, ein Geheimdienst, ich weiß jetzt nicht, welchen ich vergessen habe, aber dass die sozusagen eine eigene Gruppe bei den westlichen Geheimdiensten bilden. Und in diese Gruppe, irgendwo hatte ich es gelesen, dass der Bundesnachrichten versucht, da in diese Gruppe reinzukommen. Bestenfalls Juniorpartner. Im Moment sind sie nicht drin. Also im Moment heißt es, was ich gehört habe, das machen die natürlich nicht offiziell, jetzt haben wir es erreicht, jetzt sind wir drin, sondern das würde man später mal durch irgendwas rauskriegen, dass wir dabei waren. Ja, also wie gesagt, es wird welche geben, die arbeiten, aber eben halbkriminell, die machen Abhöranlagen irgendwo rein, um was hören zu können oder machen sowas, was man als kriminell jetzt normal werden würde, aber was sozusagen im vielleicht legitimen Staatsinteresse liegt, das rauszukriegen, planen die einen Angriff gegen uns, einen Krieg, wie gefährlich ist die Lage für uns, würde ich immer sagen, ja, das ist in der heutigen Welt oder so wie die Welt sich darstellt, ist das notwendig, dass man sich absichert, passiert uns ja sicherheitstechnisch was. Kriminell, oder was ich jetzt unter dem Wort kriminell verstanden habe, wäre dann so, gehen die über Leichen. Also sind die bereit, jemand umzubringen für spezielle Interessen? Vom Bundesnachrichtendienst kann ich das nicht sagen. Anderen Diensten würde ich es unterstellen. Dass also das so sind. 80er Jahren Bologna in Italien, der Anschlag auf den Bahnhof, da weiß man es ja, dass es die CIA mitbeteiligt war. Und ja. Ich weiß gar nicht, welcher italienische Geheimdienst das war, aber das war auch politisch motivierte Tat. Da ging es kurz vor der Wahl im Prinzip darum, die Wahl zu beeinflussen. Ja. Und das ist auch aktenkundig hochoffiziell Staatsterror gewesen. Da sind eine Menge Menschen gestorben. Ja, auf alle Fälle. Ja, davon gibt es eine ganze Reihe solcher Taten, gerade was Italien angeht. Die können ja sind Geheimdienste sakrosankt? Also jetzt in dem Beispiel, hat da jemals irgendwie international irgendein Strafgerichtshof oder irgendeine Gerichtsbarkeit mal die CIA dafür irgendwie angeklagt, so nach dem Motto, also ein paar Leute in Italien in die Luft sprengen, also so geht's nicht. Gute Frage. Damit habe ich mich nie befasst. Aber national kann ich es mir in jedem Fall vorstellen, dass es solche Verurteilungen gibt. Zumindest im Kalten Krieg, wenn die sich gegenseitig Verurteilungen ausgesprochen haben. Also irgendwelche Spione festgenommen, vielleicht auch umgebracht haben, im Rahmen eines Strafverfahrens rausgekommen. Ja, ihr habt das gemacht oder sowas. Aber diese Akten kenne ich auch nicht und war auch nie im Fokus so meiner Betrachtung. Die Opfervertretung war das. Insofern spielte das für mich keine Rolle. Dazu könnte ich jetzt Konkretes nicht beitragen, außer das, was ich habe. Noch einen anderen Vorfall, der offiziell nicht als Terroranschlag geführt wird, aber auch interessant ist, das Unglück mit der Estonia. Mhm. Und auch da hast du ja ein gewisses Insiderwissen. Erzähl uns doch mal, was hast du damit zu tun und was gibt es zu dem Thema zu sagen? Ist eigentlich eine kleine Geschichte. Eine Vertretung eines eines Reisenden, der aber glücklicherweise auch Rettungsschwimmer war, was er in dieser Nacht eben gut gebrauchen konnte. Und der war eben an Bord dieses Schiffes
Und der hat eben, das war offiziell, hieß es ja, die Luke ist offen geblieben oder ging runter während der Fahrt und dann ist das Schiff eben vollgelaufen. Und der hat die Explosionen gehört, ja, von denen in der anderen Theorie hieß es ja, die wurden aufgesprengt und sozusagen das bewusst verursacht, dass die Fähre untergehen muss. Und der hat mir von den Sprengungen berichtet, also im persönlichen Gespräch. Also der Mandant war von einem Anschlag überzeugt, oder? Das, also ich weiß gar nicht, ob er diese Wertung auch vollzogen hat, aber Sprengung, ne, ja. Passt. Natürlich kann in der Küche auch ein Kochtopf explodieren, so ein Druckkochtopf. Das ist dann, muss nicht bewusst sein, aber also wir blieben bei unserem Gespräch dabei, dass es die Sprengung gab. Okay. Und das passte aber zu einer Geschichte, die es im Hintergrund schon gab. Eben konnte er von der gewusst haben? Also ich habe ihn darauf angesprochen, ob das, ob er denn Sprengungen wahrgenommen hat, weil mich das damals auch interessiert und gesagt, wenn ich einen da habe. Naja, und der hatte sich, da war eben heilloses Chaos dann auf der Fähre, es war ein starker Seegang und er hatte eben nach irgendeiner Rettungsmöglichkeit dann gesucht und dann war stockfinstere Nacht, aber fiel irgendein Licht von dem Schiff, fiel dann auf eine Rettungsinsel, die schon abgeworfen war, aber die nicht besetzt war. Die war in einiger Entfernung, aber er konnte sie eben sehen. Und dann hat er sich ins Meer geworfen und ist dahin geschwommen. Und er meinte auch zu mir, das hätte ein normaler Schwimmer nicht schaffen können. Er hat ja auch noch Klamotten angehabt und sowas. Das wäre nicht machbar gewesen. Aufgrund der Wellen war die dann eben wieder auch nicht zu sehen. Und dann nach einer Weile ist dann so in diese Richtung geschwommen, wo er es dann gesehen hat. Und der hat sich auf diese Insel gerettet und wurde, glaube ich, einen Tag danach von dieser Insel abgeholt. Ne? Mhm. Und das war eigentlich eine sehr berührende Geschichte, überlegt, was da für Schicksale stattgefunden hat. Auch selbst dieses Schicksal, der sich da gerettet hat, fand ich einfach sehr beeindruckend, was der da auch an Ängsten eben durchgestanden hat. Interessant war eben da eben auch, dass der Explosionen bestätigt hat. Und dann gab es gerade so eine Phase, ich hatte diese Vertretung und in der Phase gab es einen schwedischen Kollegen, der die Vielzahl der Opfer da vertreten hat. Das waren ja, also war auch Skandinavier da, das war also ein Deutscher, den ich vertreten hatte, Skandinavier da auf der Insel und, auf der Insel, auf dem Schiff, Rettungsinsel, deswegen kam ich drauf. Und der hat dann eben erzählt, der hatte ganz viele Opfer und hat die gegenüber der schwedischen Regierung irgendwie wegen Versäumnissen dann da vertreten wollen. Und der hat nach eigenen Aussagen eben Besuch vom Geheimdienst bekommen, vom schwedischen Geheimdienst. Und da wurde ihm angeraten, die Vertretung sein zu lassen. War das der Henning Witte? Ja, genau. Mhm. Ja. Und der hat das dann, hat ihm die Finger dann davon gelassen. Was ich interessant war, so ich hätte so gedacht für mich, so kommt da nicht in Frage, wenn ich da so aufgefordert wurde, so als Anwalt vertrete ich da weiter. Hab aber dann quasi auch vielleicht Glück gehabt, dass ich da unterm Radar geflogen bin. Mit einem war das nicht relevant. Bei 9/11 gab es sowas auch nicht, weil ich ja auf der Opferseite stand, im Grunde genommen, dass die Geschichte ja selber nie angegriffen habe. Da wie ist denn, ich erinnere mich, du hattest mal in einem Gespräch mir gegenüber auch was Interessantes in Bezug auf 9/11 und Saudi-Arabien erwähnt. Da gibt es auch noch eine interessante Anekdote. Also das ist insofern interessant, weil das auch zu diesem Thema passt, dass dahinter vielleicht jemand ganz anderes steht. Aber das ist uns sozusagen, das ist zufällig in die Hände gefallen. Ist auch gar nicht mal so aktiv in den deutschen Prozess besprochen worden, sondern von der amerikanischen Kanzlei, mit der ich zusammengearbeitet habe. Die hatten nämlich herausgefunden, dass das Königshaus Saudi-Arabiens ihre Flugzeugaktien 3 Tage vor dem Anschlag verkauft hat. Die haben das also geräumt, ihre Flugzeugaktien, alles in der Börse verkauft. Und dann, nachdem die Börsen wieder geöffnet waren, wieder eingekauft haben. Also Anschlag, alles geht runter und dann Wiedereröffnung und dann eben von diesem
tiefen Punkt aus, ging es dann wieder weiter. Konnten und die Sie dann auch eingekauft. Billig einkaufen, ja. Billig einkaufen. Also das war ein Gewinn, der, also den kann man in Zahlen ausrechnen, obwohl man muss ja Aktien verkaufen, um den Gewinn zu haben. Aber die haben sozusagen, die haben einen realen Gewinn gehabt, weil sie eben verkauft hatten, das Plus, und dann sozusagen mit weniger wieder eingekauft hatten. Und das hat bei denen dazu geführt, dass sie in den USA das saudische Königshaus verklagt haben auf Schadenersatzzahlung, weil sie sagen, es ist offensichtlich, dass die von was gewusst haben müssen. Sonst hätten sie die Flugzeugaktien nicht verkaufen können. Was im Übrigen auch nochmal dafür spricht, was du auch sagtest, also diese Theorie, dass es was anderes als Flugzeuge waren, die da rein geflogen sind. Also egal was, also, aber die Saudis müssen sozusagen gewusst haben, also dass sie es gemacht haben, ist ein Fakt, dass sie verkauft haben und wieder eingekauft haben. Die Motivation ist natürlich nicht, ist nicht klar, könnte theoretisch alles Mögliche sein. Das zeitliche Zusammenpassen ist dann sozusagen der Auslöser dafür gewesen, zu sagen, die waren es. Und das würde dann eben zum Flugzeug passen. Wieso verkauft man also gerade die Aktien? Wieso nimmt man an, dass die Geschichte so erzählt wird, letztendlich, dass es Flugzeuge waren, die da reingeflogen sind? Ne? Waren also, nicht jetzt gerade erst in unseren wundervollen Leitmedien, waren da nicht gerade Artikel, dass in Bezug auf 9-11 jetzt Saudi-Arabien vermehrt im Fokus steht? Ich meine doch sowas irgendwie vor kurzem. Ja, ja, ich glaube schon, da wurden irgendwelche welche neuen Akten freigegeben und dann hat man mal wieder irgendwo das Scheinwerferlicht irgendwie weit, weit weg von sich selbst gerichtet. Ist interessant, weil das ist ja. Also auch dieser Prozess überhaupt gar keine Beobachtung. Also wahrscheinlich ist es so, dass viele Geheimdienste über alle möglichen anderen Länder viel im Tresor haben. Ja? Also jeder hat Dreck am Stecken und die anderen wissen das. So, und für mich ist da auch oft die Erklärung, wenn ich mir zum Beispiel frage, die Russen, die haben doch zum Beispiel gute Geheimdienste. So, warum packen die nicht einfach mal die ganzen schmutzigen Geheimnisse Amerikaner auf den Tisch? Ja, ja. So, wäre doch jetzt der günstigste Zeitpunkt. Wahrscheinlich, weil es dann umgekehrt genauso passieren würde. Und niemand will in der Weltöffentlichkeit die Hosen runterlassen. Ja, ich könnte mir, also das auf alle Fälle, dann passiert das andersrum. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Gesellschaft, die sich da zusammengefunden hat, sich auch damit nur selber schaden würden. Also es wirkt ja so, als ich euch das erzählt habe, mit diesem Zettel und diesem Abstrichen, davon hatte ich nie gehört, so hatte ich nie gedacht, aber so sozusagen im Rahmen des Prozesses und dieser Informationen, die ich da bekam, habe ich dann angefangen, das anders zu sehen, was da eigentlich geschieht. Und wenn man sagt, das ist eigentlich ein eigener Zirkel, die unter sich ein eigenes sitzen. Milieu, ja. Ja, eigenes Milieu, was aber auch zusammen am Tisch sitzt. Und zwar, also offiziell Freund und Feind sitzen an einem Tisch. Ja, so hast du doch auch irgendwie bei der Mafia dann so Vertreter von irgendwie Mafia-Familien, die sich mal treffen. Ja, also das hast du ja in solchen... Stimmt, ja, ja, wie man sich das so vorstellt. Und, ja, ja. Auch verfeindete Rockerclubs sitzen hin und wieder mal zusammen am Tisch. Also macht schon Sinn, und dass sie gemeinsame Interessen haben, die über den Differenzen stehen, die sie untereinander haben. Und natürlich, ich weiß gar nicht mal, ob die Differenzen untereinander haben. Also genau, das ist meine Staaten, Unterstellung. Zu denen sie gehören. Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Das ist meine kleine Perspektive hier. Aber wenn sie keine Differenzen haben, das würde mich nochmal fragen, was glaubst du denn, ist denn das Interesse dieser Dienste letzten Endes, jetzt mal fernab des offiziellen Narrativs, sie dienen einem Staat und vermitteln dem Informationen. Ja, weil wenn die so eine Eigendynamik haben. Ja, die könnte man dann eventuell erklären, wenn man mal einen Tag dabei sitzt. Dann würde man das, glaube ich, verstehen, was deren Eigenmotivation ist, so zu arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sowas wie eine Weltstaatsraison gibt. Das ist aber eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und dass die sich so herausbildet, wenn man in diesem Club zusammensitzt, dass man das anders sieht. Also so wie du das beschrieben hast, ich mir das vorstellen, so Mafia-Filmen, wie dann die Mafia-Sicht das aufteilt. Die haben eine eigene Sicht auf die Dinge, wie die Sachen funktionieren, und arbeiten mit staatlichen Akteuren zusammen, soweit sie die eben selber nutzen können. Und so einen Verselbstständigungsprozess kann ich mir natürlich vorstellen. Also, oder vielleicht gar nicht mal auch bewusst verselbstständigen, aber das passiert automatisch. Ja, genau, eine Eigendynamik. Ja, genau.
denkbar wäre es. Aber das ist jetzt ein Hilfsmodell. Also soweit bin ich in meinen Forschungen nicht, dass ich dazu über gesicherte Erkenntnisse... Das ist ja auch eine der ganz großen Fragen eigentlich, wenn wir die beantworten könnten. Die ist ähnlich spannend und interessant wie die Frage, was jetzt unsere superreichen Oligarchen wirklich machen, wenn sie an einem Tisch sitzen. Aber sie darf natürlich hier im Kontext so einer Sendung mal gestellt werden. Ohne die Erwartung, dass du es natürlich bis ins letzte Detail weißt. Aber deine Sicht darauf finde ich schon mal interessant, weil du dir über diese Themen länger Gedanken gemacht hast, als ich zumindest, und vor allem auch andere als Jurist und als jemand, der an diesen Fällen dran war. Und das, finde ich, hat unser Gespräch heute sehr spannend gemacht. Ja, und eben wiederkehrend. Also ein neuer Fall, ähnliche Strukturen, also Gefühle, irgendwie was auch Breitscheidplatz und sowas, was du angesprochen hast, wo man dann auch wieder sieht, ups, hier agieren wieder schon andere im Hintergrund und mischen sich da eben ein. Ein ähnliches Bild. Genau, vielleicht dann nochmal die abschließende Frage. Wenn wir jetzt all die Terroranschläge der letzten 25 Jahre nehmen, auch auf europäischem Boden, ob das jetzt London, Madrid, Nizza oder eben auch Breitscheidplatz in Berlin dann war, zeichnet sich da trotzdem so ein Bild? Ich meine, es ist pure Spekulation, aber meiner Erfahrung nach sind fast alle dieser Anschläge irgendwie verdächtig. Sie wurden auch immer irgendwie komisch geframed, sie wurden immer politisch instrumentalisiert, sie kamen komischerweise immer zum perfekten Zeitpunkt, wenn gerade irgendwie G7 oder G8 damals noch in Glen Eagles, weiß ich noch, da war zwei Tage die Terroranschläge von London und also es passt halt immer sehr gut zusammen in so eine gewisse politische Agenda. Es beweist leider nichts, aber es ist doch schon ein starkes Indiz dafür, dass hier so ein bisschen auch drehbuchmäßig alles am Ende zusammenpasst, wie man es gerade braucht. Und da stellt sich die Frage, ja, wie hoch ist eigentlich der Anteil von den großen Terroranschlägen, die dann immer medial auch global berichtet werden? Wenn wir jetzt hören, Libyen lässt Flugzeuge abschießen oder besorgt Sprengstoff für Disco-Bombings und so weiter und so fort. Ist das Fazit dann tatsächlich, dass es sein könnte, dass wir hier überwiegend so diesen Staatsterrorismus erleben, der eigentlich oft gar nichts mit dem zu tun hat, was dann am Ende in der Bild-Zeitung steht? Ja, also in meinen Augen schon. Gerade weil du Nizza angesprochen hattest, Nizza war, also Charlie Hebdo war, und daraufhin hat die französische Regierung in mit Notstandsregelungen gearbeitet. Die waren verfassungsmäßig für 3 Jahre und der Anschlag Nizza war kurz vor Auslaufen dieser Zeit. Danach hätten die wieder auf normal schalten müssen. Nizza war und die haben weitere 3 Jahre gemacht. Passt auch irgendwie so wieder merkwürdig zusammen, wenn man jetzt den Anschlag ansieht, was ja also auch Opfer gesehen haben, beschrieben haben, merkt man auch, da passt was zusammen. Ich hatte gehört, bevor ich mich mit diesen Opfervertretungen, Terroranschlägen befasst hatte, dass eben so eine, hat irgendwo ich mal gelesen, glaube ich, 80% des weltweiten Terrors ist Staatsterrorismus. Also von Staaten initiiert, und dafür also findet man auf alle Fälle Nachweise, also für diese Initiierung. Mhm. Und ich habe dann angefangen, nach den Erfahrungen, auch gerade beim Labelle-Anschlag und den anderen Anschlägen, die ich so gemacht habe, hatte ich dann gesagt, na gut, versuch mal die Theorie umzustellen, als Arbeitshypothese, 100% des weltweiten Terrorismus ist Staatsterrorismus. Also da haben Staaten die Hände im Spiel. Und ich habe mit der Theorie beim Blick auf die Anschläge, die passiert sind, den Eindruck, stimmt, das passt. Hm. Ich finde immer wieder die Spuren von Staaten in diesen Anschlägen. Was natürlich schwierig ist, wenn das politische Framing dann gleich danach kommt, was heute ja üblich ist. Das würde mich total mal interessieren bei Einzeltätern. Ich denke jetzt vor allem an den Fall Anders Breivik. Das war so ein Fall, den hatte ich aus verschiedenen Gründen unheimlich schrecklich fand, makaber fand, aber auch interessant irgendwo. Da gab es ja, also auch das ist etwas, weil das auch eine Besonderheit ist. Hier hat der Täter überlebt.
Was wir ja heutzutage Einzeltäter überlebt. Das haben wir bei Anis Amri auch, aber nicht überlebt. Und das war ja, ist ja die Normalität gewesen. Wenn wir jetzt die letzten 25 Jahre dann irgendwie nehmen, dass das dann irgendwann wurde das normal. Die Täter konnten nie aussagen, weil die immer am Tatort verstarben oder danach eben irgendwann Opfer irgendeiner Schießerei wurden. Bei Breivik hat es mich gewundert, dass der überlebte. Ich rechnete damit, dass der jetzt irgendwann umgebracht würde. Ich weiß nicht, weshalb der überlebt hat. Das also wirft für mich immer noch Rätsel auf, denn das würde dann eventuell sagen, hier ist was anders gewesen und der durfte deswegen überleben, weil er eben gar nichts auszupacken hatte. Der Anschlag selber oder die, also was man ihm da unterstellt hat in Oslo, da das Ministerium, da diese Autobombe gezündet zu haben mit dem merkwürdigen Tatbild, was da nicht reinpasst, weil die glaube ich, die Fensterscheiben nach außen geflogen sind, anstatt nach innen, weil die Bombe ja draußen war, also nach der Erzählung. Und dieses Parallele, eine Übung der war das Schweden? Da war doch die Übung, die die Schweden dann hatten an dem Tag. Wir proben mal, wie das ist, wenn auf einer Insel Leute erschossen werden und bereiten das vor. Das wusste ich gar nicht, dass da auch solche Das ist immer das, wo man dann wirklich sagt, ach komm. Ja, ist ja in London wurde ja das Szenario, die Anschläge auf die U-Bahn-Station King's Cross, wo dann die echten Anschläge stattgefunden hatten, wurde zeitgleich simuliert. Da denkt man sich wirklich, auch bei 9-11, Operation Pandemie-Planspiele, die es so Event gab. Event 201. Mhm. Es ist ja immer schon schwarz auf weiß, bevor es passiert, als Simulation angelegt. Und das ist aber im Gegensatz zur Pandemie, ist es ja so, das ist zeitgleich. Also die Übung ist sozusagen auf diesen Tag angesetzt, an dem es dann auch passiert. Da war es ja vorher, dass es mal geprobt wurde. In Amerika war das ja dann sogar bei 9-11 dann später teilweise eine Ausrede bei Fluglotsen, die gefragt wurden, also militärischen Fluglotsen, nicht in der Zivilflug, sondern man hat die militärische Luftraumüberwachung NORAD gefragt, was ist denn bei euch eigentlich schiefgelaufen? Und da gab es wirklich einige, die gesagt haben, wir waren uns nicht ganz sicher, ob die Daten, die wir haben, die Radarbilder, ob die jetzt zur Operation Vigilance, dieser Übung, gehören oder ob das die echten Daten sind. Was natürlich absolut absurd ist. Ja, jeder weiß, ob er jetzt in einer Übung ist oder im realen Leben. Ja, also das darf gar keine Ausrede sein, war es aber, weil eben diese Übungen tatsächlich stattgefunden hat und man diese Fluglotsen tatsächlich wohl verwirrt hat für eine Weile. Ja, ja. Und das ist schon. Ja. Aber gibt es bei dem Breivik-Fall, um noch ganz kurz darauf zurückzukommen, gibt es da Spuren auf geheimdienstliche Verflechtung? Die Frage stellt sich eben auch aufgrund dieser parallelen Aufgrund dessen, Übung. Aber nicht, ich meinte jetzt in seiner Biografie, weil das war ja also ein komischer Einzelgänger, der glaube ich weiß nicht so viel über ihn, aber der hat wohl auch Jahre im Ausland gelebt und irgendwelche, war Geschäftsmann, also eine schillernde Figur wäre jetzt falsch zu sagen, aber irgendwie schon so ein spezieller Typ. Auch also bevor. Normalerweise sagt man ja immer irgendwie Drogenszene, ne? Dass die genutzt werden für diese als Täter dann irgendwie herzuhalten. Ob der da drin war, weiß ich gar nicht. Also ich fand aber also bei die Merkwürdigkeiten des Anschlages oder der Erzählung danach, was ist hier eigentlich passiert, führen dazu, dass ich auch da den Eindruck hatte, das ist nicht so gelaufen, wie es erzählt wurde. Hier sind andere Dinge im Hintergrund passiert. Und da gibt es Trittbrettfahrer. Keine Ahnung, wer das dann jeweils ist oder was der Grund dafür war. Aber auch da habe ich die Vermutung, also wenn man seinen Geisteszustand, den ich nicht kenne, aber so wie das eben offiziell dargestellt wurde, wenn der auch irgendwie nur halbwegs verwirrt sein soll, dann würde ich mal sagen, man hat jemanden genutzt, um etwas zu erreichen. Wem das innenpolitisch in Schweden in die Hände gespielt hat und dann dazu geführt hat, dass das so passierte. Norwegen war doch Norwegen. Oder? Oslo, ja, stimmt. Ja, Oslo, Entschuldigung, Schweden war es nicht. Ja, ja. Sorry. Wem das in Norwegen in die Hände gespielt hat, welchen Gruppierung, was für Folgen das hatte, so innenpolitisch, habe ich nicht mal verfolgt. Ja, von daher weiß ich, also könnte ich das nicht weiterspinnen oder auf Suche gehen. Mir reicht eigentlich schon, ich habe ihn angeführt, weil das ein Beispiel eigentlich ist für einen etwas anders gearteten Terroranschlag. Ja. Und du hast eigentlich meine Frage sehr interessant beantwortet, indem du darauf hingewiesen hast, auch dort sind die üblichen Muster erkennbar. Aber bist du jetzt zum Ende der Sendung dich
endlustigen Breivik vertiefen. Das wäre auch nochmal Raum wahrscheinlich für eine eigene Geschichte irgendwann, ne? Ja, jeden dieser Fälle könnte man wahrscheinlich stundenlang wälzen. Haben wir hier an diesem Tisch auch schon gemacht, ob das jetzt Estonia oder 9/11 war. Es ist auf jeden Fall immer wieder spannend, da mal einzutauchen und sich darüber eben bewusst zu werden. Ja, das, was uns über solche Terroranschläge eben erzählt wird, das ist oft pure Märchenstunde. Es ist pures Framing, es ist politische Instrumentalisierung. Das, was wirklich im Hintergrund gelaufen ist, ja, da nähert man sich bei irgendwelchen Netflix-Serien wahrscheinlich schon eher der Wahrheit als mit den Nachrichten. Sven, recht herzlichen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Danke, dass ich darüber mal sprechen durfte, auch in diesem Rahmen, weil es für die Opfer eben immer noch um was geht, die ja auch eine Entschädigung da von der Bundesrepublik haben wollen. Und da hilft jede Publizität dafür. Ja, Dankeschön für dieses Forum. Recht herzlichen Dank dir auch, Charles. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin.